Okay, bevor wir mit dem Video starten, will ich euch mal ganz kurz meinen Partner Spitch vorstellen. Bei Spitch könnt ihr jedes Wochenende wirklich coole Gewinner abstauben. Unter anderem, wenn ihr auf den obersten Link in der Videobeschreibung drückt, kommt ihr in meine Gruppe rein, wo ihr wöchentlich immer auch was gewinnen könnt. Bedeutet, der erste Platz, der meine Gruppe den ersten Platz absolviert, wöchentlich auch nochmal noch eine PSN-Karte oben drauf von mir. Dafür dann einfach bei Instagram melden, wenn ihr gewinnen solltet. Spitch funktioniert an sich sehr einfach. Ihr könnt euch erstmal, also ihr müsst erstmal oder könnt erstmal unter Lobby, dann könnt ihr unter, ich glaube, freie Gewinnzone oder so, ich werde es euch auf jeden Fall im Hintergrund jetzt einmal einblenden, und dann müsst ihr das Team eigentlich nur absenden. Die Spieler holen dann in Real Life, ja, am Wochenende natürlich, wenn die Bundesliga dann läuft, live Punkte. Bedeutet, ihr habt einen Müller drin. Müller macht wirklich immer wieder erfolgreiche Pässe zum Beispiel, haut nochmal eine Vorlage raus, so holt jeder einzelne Spieler für euer Team Punkte. Wenn euer Team dann die meisten Punkte geholt habt, zum Beispiel von meiner Community, könnt ihr dann wirklich coole Gewinne abstauben nebenbei. Also gerne mal oberster Link in der Videobeschreibung abchecken, dann würde ich sagen, gehen wir wieder rein ins Video. Viel Spaß und ja, let's go. Peace, Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem erneuten Video auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute haben wir eine nicht so coole News. Aber bevor wir mit dem Video allgemein starten, lasst gerne ein Like da. 800 Likes gebe ich euch mal mit. Und es fehlen noch 40 Abos. Dann haben wir die 58.100. Wir greifen gerade die 60.000 an. Deswegen, wenn ihr neu seid und es noch nicht gemacht habt, lasst gerne ein kostenloses Abo da. Würde mich freuen. Dann würde ich sagen, gehen wir rein ins Video. Und wir müssen direkt rüber auf Twitter. Wie gesagt, haben wir eine nicht so coole News. Und zwar hat vor 5 Stunden Futsheriff gepostet, Diego Maradona wird von FIFA 22, er hat geschrieben, suspendiert. Seine Karten werden nicht mehr in Packs, SBCs oder Draft verfügbar sein. Also man kann ihn nicht mehr in Packs haben, nicht in SBCs oder in Drafts. Ja. Also wer ihn hat, das ist ganz wichtig zu sagen, das hat doch gerade FIFA 22 Newsseite kommentiert, er wird nicht von eurem Team gelöscht, weil ich habe einen Screenshot gepostet so von Futsheriff auf Instagram, von euren Teams entfernt. Zum Beispiel mein Bruder, 95er Maradona, glaube ich, und nein, er wird jetzt, wie gesagt, nicht von eurem Team entfernt. Ganz wichtig hier dick zu markieren, zu betonen, für die hunderten Fragen hier in den Kommentaren so, er wird nicht von eurem Team entfernt, dass ihr da auf jeden Fall Bescheid wisst, aber er wird so gesagt, ja, schon aus dem Spiel genommen, weil man kann ihn halt, also man kann ja nichts mehr mit ihm machen, nur wenn man ihn schon, sage ich mal, gezogen hat, so, wie ihr es im Hintergrund seht, dann hat man ihn, cool, ist halt dann auch, sage ich mal, etwas selten auf jeden Fall, also geht gut mit euren Maradona um, ich habe ihn leider nicht gezogen und jetzt wird er dann komplett rausgenommen. Das bedeutet wiederum, wenn man da schon, wie es auch einer hier kommentiert, von ausgehen kann, dass er im FIFA 23 nicht mehr, also dass es Maradona nicht mehr geben wird im nächsten FIFA-Teil, was dann wirklich schon sehr schade ist. Für mich war es vor allem klar, Jungs, ich bin Napoli-Fan, so, was wollt ihr hören? Maradona ist die größte Legende bei uns in der Stadt und ja, Top 5 Ikone wird einfach rausgenommen, kann man das so sagen. Jetzt gar nicht vom Spielerischen von mir aus, aber einfach auch von der Beliebtheit und ja, mit Maradona finde ich vor allem auf jeden Fall was bei den oder unter den Ikonen in FIFA 23 an dem nächsten Teil. Aber bis es soweit ist, schauen wir mal, vielleicht kriegen die das nur irgendwie gedribbelt, dass er doch drin bleiben darf fürs nächste FIFA. Aber erstmal wird er komplett entfernt in diesem FIFA. Okay, nächstes Thema, 19 Uhr Content. Ich habe jetzt extra gewartet bis 19 Uhr, ist leider nichts gekommen. Wir haben ein Mega-Pack so bekommen, sonst ja gar nichts. Und halt Caligiuri SBC haben wir bekommen. Können wir uns gleich nochmal ganz kurz anschauen. Aber ich will das Video jetzt nicht unnötig in die Länge ziehen. Wir kommen direkt zum Punkt, worüber ich mit euch noch sprechen wollte. Und das ist die 82 Plus Upgrade SBC. Die hatte auch, wenn ich mich nicht täusche, Futsheriff gepostet. Hab's jetzt hier bei Futsal nochmal gesehen. Und am Montag haben wir ja immer Upgrade-Tag. Also wenn Upgrade-Packs kommen, dann halt immer auf einem Montag. Und es sieht so danach aus, dass wir am Montag eine 82 plus SBC bekommen. Ob das jetzt so eine 1 von 2 Player Picks sind, so wie wir das jetzt mit 81 plus hatten, halt nur mit 82 plus, oder ob das wirklich Packs im Shop sind, ob da halt nur ein Spieler drin ist, 82 plus, ob da doppelt 82 plus drin ist. Ich glaube, es wird mal so sein, ein Pack im Shop und da ist nur ein 82 plus Spieler drin. Kommt auf die Anforderungen an, kann halt auch wirklich nicht gut sein. Sowas hatten wir in der Vergangenheit in den anderen FIFA-Teilen auch als SBC und wie gesagt, es kommt hier wirklich drauf an, eine Anforderung, die wir bei der SBC hier abgeben müssen. Was darf bei einem Video von mir natürlich nicht fehlen? Icon-Content. Und wir haben wieder, also wir können seit gestern am Freitag wieder die Mid- oder Prime-SBC abschließen. Sie läuft insgesamt in 3 Tagen ab. Das sollte so Dienstag sein. Warte, Sonntag, Montag, Dienstag. Wenn das so stimmt, läuft sie am Dienstag ab, die SBC. Man kann sie am Montag nochmal machen. Hier steht es ja, ein Tag, 23 Stunden. Dann kann man sie an dem Montag ein allerletztes Mal machen. Ich könnte sie auch theoretisch jetzt machen. Hab halt kaum was im Verein. Es wird halt für ein 87er Team nur reichen. Die Sache ist, wenn die SBC abläuft, bekommen wir eine Prime-Icon-Spielerwahl-SBC. Mid fällt weg. Wir hatten jetzt, ich glaube, seit dem Totti
hatten wir nur mit Spielerwahl 1 von 3. Dann hatten wir mit oder Prime nicht wiederholbar. Und dann hatten wir jetzt für über eine Woche, ich glaube für 12 Tagen oder so, mit / Prime Icon Spielerwahl. Und jetzt, wenn das halt abläuft, haben wir dann nur noch Prime. Also es kommt dann 1 von 3 Icons, alle Prime. Und dann irgendwann halt Prime / Moments. Das sollte dann so Richtung April sein, wenn das TOTS auch beginnt. Viele fragen mich auch, ob wann beginnt das TOTS? Ende April beginnt das Team of the Season, dass ihr hier auf jeden Fall Bescheid wisst. Gerne mal in die Kommentare schreiben, tradet ihr noch aktiv? Ich hab halt wirklich wieder Bock zu traden für das Team of the Season halt, um halt Coins für die Upgrade Packs zu haben, um damit euch, wir machen da 2 12-Stunden-Streams, einmal zum Premier League TOTS, einmal zum League All TOTS, und damit wir da halt einfach genug Coins haben, deswegen werde ich auf jeden Fall wieder traden, investieren für die Icon SBCs halt, weil das für mich so am sinnvollsten erscheint. Was ihr halt jetzt perfekt machen könnt, ihr könnt euch Rare-Karten für diese 82 plus SBC oder allgemein montags kommen immer Upgrade SBCs, Rare-Karten für maximal 650 erbieten. Oder, warte, ich kann es euch hier mal zeigen, man kriegt sie sogar per Sofortkaufpreis gerade 650 und ihr seht sogar, sie laufen ab, also ihr könnt sie easy einkaufen. Und Non-Rares, die noch mehr mittlerweile benötigt werden für Upgrade-Packs als Rare-Karten, die könnt ihr euch teilweise sogar für 350 fortkaufen und die laufen ja nicht mal irgendwie schnell ab oder so. Wir reden ja, Chat, wir reden von 350 Münzen, ihr könnt ja alles aufkaufen und die sind wie immer Minimum immer auf 600 Coins hoch, die Non-Rares, und deswegen kann ich euch auch hier nur empfehlen, kauft auf jeden Fall ein, wenn ihr Beispiele mit Coins machen wollt, macht den Easy-Verdoppler. Ihr könnt auch so viel einkaufen, dass ihr einen Teil selber benutzt, sage ich mal, für SBCs und einen Teil einfach dann wieder verkauft und ihr dann eigentlich gar nicht so gesagt bezahlt, weil ihr Gewinn macht und gleichzeitig genug eingekauft hat, auch selber, um die SBC abzuschließen, wenn ihr versteht. Das Ding ist, die normale Prime-Upgrade-SBC läuft morgen aus, wenn ich mich nicht täusche, wir können mal ganz kurz reinschauen, aber die sollte morgen auslaufen. Was wir dafür dann bekommen, ob wir vielleicht eine nicht wiederholbare Moments SBC bekommen oder was wir da auch immer bekommen. Ihr seht, in 23 Stunden läuft es ab. Werden wir halt oder müssen wir halt abwarten, und deswegen ist der SBC-Markt auch gerade nicht so niedrig. Also wir haben teilweise Preise bei 86ern zum Beispiel mit 14.000, 85er mit 8.000 oder halt 84er mit 3.000. Die sehen attraktiv aus, die Preise, aber wir haben halt auch immer noch teilweise, guck mal hier, 89er bei über 40 oder 90er bei über 50. Deswegen, ja, ihr müsst halt schon, wie gesagt, eher gerade in 86er und 84er könnt ihr gehen, also die drei Ratings. Alles andere ist mir noch etwas zu teuer. Hier würde ich halt noch so Minimum warten, dass die halt noch 1.000 bis 2.000 droppen oder halt fallen, und dann würde ich hier einsteigen, würde ich sagen, bei den anderen Rating-Karten. So viel auf jeden Fall erstmal dazu, Freunde. Ich würde sagen, ich beende das Video. Es gilt halt, also sollte halt eher um das Maradona-Thema gehen, weil ich euch das auf jeden Fall mitgeben will, weil es ein wichtiges Ding ist. Nicht, dass ihr euch wundert, die nächsten Tage, wo Maradona in FIFA hin ist. Dann wünsche ich euch ein schönes restliches Wochenende so rum. Dann bin ich raus, haut da rein und ciao, ciao. That you'll never be lonely. Be the fan.